Ja, hier stehen wir vor der Station mit Erika Mann als Kriegsreporterin. Das sind ja sehr eindrückliche Bilder, gerade als Frau. Ich glaube, es gab nur 120 Kriegsreporterinnen. Jetzt mischt sie sich auch sofort ein hier im O-Ton. Jetzt warten wir kurz. Das war schon, okay. Ja. Das war ja für Sie als Kind wahrscheinlich sehr beeindruckend. Ich meine, Sie waren sehr klein. Also, Ja, Sie sind tatsächlich. 1940 geboren. Der Krieg, also da waren Sie irgendwie ganz klein. Aber war Sie trotzdem, gab es so Na, Heldengeschichten, die also, Sie erzählt ja, haben? ich meine, nach Kriegsende, also am Ende der Nürnberger Prozesse, ne, als dann die Strafen verhängt wurden, da war ich ja schon über sechs Jahre alt und da hat sie mir sehr viel erzählt. Ich denke, ich habe mir Dinge auch an grausamen Dingen erzählt, die man für einen Sechsjährigen nicht unbedingt sagen muss, aber ach, ich fand immer, warum soll ich das nicht wissen? Denn ich war ja so aufgewachsen. Ich habe ja als kleinstes Kind ja auch schon irgendwie so mit tauben Kinderohren vieles wahrgenommen, was man am Mittagstisch oder so an Schrecklichkeiten immer gesagt hat und erzählt hat. Ich war eigentlich wirklich eingefuchst auf Antifaschismus und das war für mich schon auch wichtig, das zu hören. Und ich war auch sehr beeindruckt über die ganzen ihre Geschichten, wie, mit welchem Mut, mit welchem also Tollkühnheit sie dann so gewisse Erfahrungen da gemacht hat oder sich auch in die Erfahrung hineinbegeben hat. Und dieses Bild zeigt schon sehr stark, dass sie, da merkt man, da kommt sie wahrscheinlich gerade aus dem Hörsaal raus, wo man diese KZ-Filme gezeigt hat. So sieht sie jedenfalls aus. Illusionslos, würde ich sagen. Und das war für mich die junge Erika Mann, wie ich sie als kleines Kind noch bewunderungsvoll erlebt habe. Es ist ja jetzt ja auch wirklich voll in die Gefahr begeben. Absolut. Also es war ein Gewunder, dass sie manchmal, dass er nicht einige dieser Gefahren nicht mehr, dann nicht mehr bestanden hat oder so. Das war schon allerhand. Sie haben das auch mal schriftlich niedergelegt, oder? Sie haben darüber auch Ich habe geschrieben. dann, ich habe in meinem letzten Buch, das Weiße Haus des Exils, habe ich gerade schon ein halbes Kapitel diesen Erzählungen, diesen Berichten gewidmet von 1940, wo sie in London beim Blitzkrieg voll dabei war, immer im Keller runtergestiegen ist, wenn die Sirenen losgingen, bis hin also bei der besetzten, im besetzten Frankreich, die Befreiung, die teilweise, wo sie noch so fast in die deutschen Linien reingeriet, Warschau, was völlig zerbombt war, wo sie mit dem Jeep nur im Schritttempo fahren durften, damit die Ruinen nicht einstürzen, von den Wölfen, die nachts da gehaust haben, bis hin zu den Nürnberger Prozessen, also bis Ende 46, da sind mir sehr viele plastische Erinnerungen noch völlig gegenwärtig. Da müssen wir vielleicht auch nochmal eine extra Veranstaltung Ja, dazu machen, damit wir das nochmal irgendwie erfahren können, live und mit Buch. Genau.